Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands mit folgenden Menschen. Wir haben Banwa dabei. Hallo. Und Reaper. Hallo. Und Enno. Hallo. Oh, wir haben Neuwagen. Guck mal. Nee, neu ist er nicht mehr. Der war mal neu. Der wollte uns den freiwillig geben. Ey, jemand schießt da. Nein, das glaube ich nicht. Ganz nicht schön mehr. Ich habe keinen gesehen. Das schießt noch mehr. Okay, was sagt unser Navi? Geradeaus. Mittendrin statt nur dabei. Unser Navi sagt, please make a U-turn when it's safe. So, vor uns müssten wichtige Informationen sein in diesem wunderschönen Haus. Die sind wirklich schön. Das ist echt hübsch. Dann packen wir mal direkt davor, würde ich sagen, ne? Ein ganz tolles Resort. Ja, ja, ich glaube, die wollen uns hier nicht haben. Doch, wir zahlen doch. Ja, mit Blei bezahlen wir. Ja. Okay, Commander. Auf der Suche nach Akten. Okay. Und unter Beschuss. Ah, hier ist noch was. Hier ist ein Telefon. Reaper, wo bist du? Innenhof. Ich bin oben. Okay. Ihr bildet ein Zweierteam, wir bilden ein Zweierteam. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann? Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu vertreiben. Gibt's hier mehr als eine Information? Ein ganz tolles Resort. Nein. Ein kartelleigenes Resort. Erschrecken wir ein paar reiche Typen, stören den Kartelltourismus. Das war alles, was wir hatten. Das Arsch nach Agua. Wo bist du? In dem Gebäude ein Stückchen weiter ist noch ein Informationslager. Ah, ich sehe schon. Oh, Mann. Massenkorb? Und wir haben ja auch gleich einen Einsatz bei uns. Nicht lieber den Lambo-Verschnitt dort? Na, das ist ja nur ein Zweisitzer. Die 5 Meter wollt ihr fahren? Ja, klar. Ich weiß nur nicht wohin, aber... Ja, einmal zurücksetzen, U-Turn. Also... Oh, geil, hier ist Fußball. Also, um es nochmal zu sagen, wir haben jetzt nördlich von uns. Ja, also links von uns. Ja. Theoretisch ja. Haben wir einerseits 2 Informationslager, die wir uns unbedingt anschauen sollten. Ja. Dann haben wir da einen wunderschönen Orden. Ja. Und wir haben einen Story-Einsatz. Oh. Mit anderen Worten, wir werden da einmal auf den Parkplatz gucken müssen, was da los ist. Wo kommt denn die Musik her? Das ist ein riesiges Resort, was wir da haben. Oben vom Balkon, würde ich sagen. Beziehungsweise von der Terrasse. Mann, wo fährst du denn lang? Project X! Seid bloß vorsichtig, da sind bestimmt einige. Ich glaube, das Resort ist nicht unter freundlichen Händen quasi. Also wir wurden hier freundlich begrüßt. Naja. Je nachdem, wie man das nennt. Wobei, wenn die sehen, wie du Reaper, fährst, was tust du? Am Gebäude vorbeikriechen. Ich begebe mich auf eine Snorkelposition. Sei sehr vorsichtig und ich glaube, du bist hier ein Stückchen weiter zu uns besser aufgehoben. Ja, weil höher. Falsche Position. Die Straße also einfach weiter. Ah, okay. Okay. Ich habe mich schon gewundert, weil hier nichts ist. Ich stehe an der linken Seite der Straße. Okay, dann geh auf die rechte. Reaper, wenn du zurückkommst, ist hier eine schöne Position, wo du wahrscheinlich sehr viel siehst. Ich hatte hier gerade ein Radarstörgerät gesehen, wo ich hin wollte. Okay. Was ist das denn? Ich Ende, oder? Ja, ja, das bin ich. Hollywood? Hier links halt an der Felswand entlang marschieren ist ein Radarstörgerät. Ja, wir müssen das stören, ich habe keine Drohne. Ist gestört durch das Ding. Gestört. Okay, Enno und ich könnten doch von rechts in das Lager rein, statt über den Haupteingang. Von rechts? Ah, ja, also an diesem Hollywood-Schild vorbei. Da ist ein zweites Ziel. Ja, unsere Chefin hat gerade andere Informationen zu verarbeiten. Was denn? Banwa meinte, wir könnten von der rechten Seite in das Ressort eindringen.
Von dem komischen Schild mit Aqua ja. Verde? Ja. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ihr von da aus reingeht. Okay. So, dann das Störgerät müsste aus sein. Okay. So, bin am Aqua Verde Schild. Ja. Ja, bin bei dieser Parkanlage beim Aqua Verde Schild. Er sammelt euch da. Da sehe ich dich. Ja. Oder? In der ich befinde mich dort überhalb des Hubschrauberlandeplatzes. Okay. Mit Blick auf welche? Das gesamte Gelände. Ziel Nummer 2, da. Enno und ich haben uns gesammelt. Ziel okay, das erste, die erste Information sollte hier in der Richtung sein, oder? Unten. Ja, in dem Gebäude, auf das ihr gerade beide guckt. Okay. Gut. Ich sehe auf der Seite auch keinen einzigen Feind bis jetzt. Das sind alles Gäste. Hoffen wir, es ändert sich nicht. Ich sehe bisher auch noch keinen Gegner. Es gehört auch noch nicht zur Mission. Also ich glaube, das handelt sich dabei wirklich nur um das Hauptgebäude. Deswegen, da solltet ihr eigentlich gut reinkommen. Oh, Waffenkiste. Wo? Bei meiner Position im Gebäude. Im Hauptgebäude? Hauptgebäude. Nee, nicht Hauptgebäude. Ich sehe eine Waffenkiste. Sollen wir uns da einmal sammeln? Alle? Naja, alle. Okay. Ich komme von meiner Position aus, kann ich nicht mehr weggehen, um irgendwo anders Position zu beziehen. Okay, dann machen wir das später. Gut. Habt ihr Informationen gefunden? Noch nicht. Noch nicht. Okay. Woran? Ich denke, es ist auch eher da, wo du jetzt hingelaufen bist, Enno. Ja, hier ist wieder ein Laptop. Okay. Ja, in der Tiki-Bar ist auch nix. Da war ja klar, dass du wieder nur zum Saufen hier bist. Ja, Kolumbien. So, Informationen sind gesichert. Okay. Kolumbien? Ich glaube, wir sind nicht in Kolumbien. Wer hat ja gerade Kolumbien in den Raum geworfen, wie ich hab das irgendwie so im Funk gehört. Ich hab gesagt, Informationen sind gesichert. Sehen wir ja, erst davor meine ich jetzt schon, wann war irgendwas von Kolumbien gehört? Sind wir nicht in Kolumbien? Nein, wir sind in Bolivien. Ja, ich hab mich auf der Karte vertan. Ja, das sind aber ein paar hundert Kilometer dazwischen. Ich sehe die ersten Gegner. Ja, auf dem Steg draußen, oder? Negativ. Seid ihr noch bei dem Haus, bei dem ihr gerade wart? Ja. Positiv. Ihr seht da ja so einen komischen Rosenkranz Wachs, also so eine Wachshilfe, die so wie so ein Durchgang ist. Ja, solche Bögen. Ja, genau, davon zwei Stück. Wenn ihr dort nach rechts geht, nicht die Treppe runter, sondern rechts rum um das Gebäude da. Ja. Ich denke, von da aus kommt ihr sehr angenehm in unser Gebiet, wo wir hin müssen. Aber Achtung, Enno, da waren auch Gegner, die habe ich gesichtet. Zwei an der Zahl. Ihr müsst vorsichtig sein, weil da hinten auf dem Steg jemand ist. Sehe euch noch nicht, wo seid ihr? Ich gehe die Treppe hoch. Ah, ich sehe euch. Geht gleich wieder die Treppe runter. Oh mein Gott. Da war ein Gegner direkt vor mir. Bist du bei Enno? Ich glaube negativ. Ja. Noch nicht, nein. Du nee, bist ich am anderen auch Ende. Nicht. Falsches Ende. Bist du in die falsche Richtung gelaufen? Ja, sind in die falsche Richtung gelaufen, würde ich sagen. Das Satellitendaten. Ich bin da, jetzt wo bei zwei der ist, ist die falsche Richtung. Oh. Okay. Zwei. Genau, folgt dem Weg. Habe ich schon wieder weggemacht. Folgt dem Weg, bis du bei Enno bist. Und Enno nicht so weit in die Richtung. Obwohl doch weiter in die Richtung. Das ist, glaube ich, eine gute Richtung. Soll ich den Gegner 1 erledigen oder erstmal vorbeischleifen? Ich negativ auf mein Sichtfeld. Der ist hinten. Ich hab gedacht, ihr wollt hinten rumgehen. Aber wenn ihr vorne rumgeht, dann ist es besser vielleicht. Einwand. Wenn wir Aufmerksamkeit erregen, könnten wir dann von hinten angegriffen werden. Das stimmt auch wieder. Also entweder Nummer bewegt ihr euch auf 1 zu oder auf 2. Dann lieber auf 1. 1. Warte, kann sein, dass dort gleich Gegner kommen. Ich könnte 1 ohne Probleme ausschalten. Dann ausschalten.
Okay. Und... tot. Okay. Nee, das war nur dann Tobis. Bewegt euch jetzt Richtung 2, aber erstmal nur in die Richtung. Ich könnte 2 halt ausschalten. Wenn er alleine ist, ja. Ja, nee, er ist nicht alleine. 1 ist noch da. Okay. Bleib mal kurz stehen, Enno. Warte mal, bist du bei ihm? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht schlauer wäre, wenn ihr euch von hinten nähert, statt vorne auf den Parkplatz zu laufen, wo 1 und 2 sind. Also durch diese Bögen? Ja, genau. Okay. Und da führt am Ende links die Treppe hoch. Ja, positiv sehe ich. Positiv, bin an der Treppe. Zwischen den ganzen Touristen ist keine Wache. Zumindest keine offensichtliche. Okay. Nummer 3 wäre höchstens gefährlich. Umgelegt. Aber da befindet sich noch auf einer unteren Ebene. Könnt ihn allerdings, wenn du kurz wartest, könnt ihn ausschalten. Und schaltet ihn aus, er ist alleine. Ich hab grad kein weißes Schussfeld mehr. Die neue Nummer 1 ist auf dem Weg zu euch, die ist eine Etage höher als ihr. Weiß ausgeschalten. Okay. Ich bewege mich auf 1 zu, ist das korrekt? Ja. Könnt ausschalten, bei ihm ist keiner. Ja. Ab ihn, er ist tot. Gut. Okay. Der Scharfschütze hat es tatsächlich gerade mal wieder drauf. Wieso? Habe sich Kontakt zu Nummer 2. 2 kann ausgeschaltet werden. Ist ausgeschaltet. War aber knapp. So, ich denke, das Gebiet ist soweit geräumt. Obwohl, nee, da ist noch einer. Wir sollen halt zu dem Parkplatz erstmal. Das ist unser erstes Ziel. Haben wir die 1 erledigt? Okay. Dann kann was ich. Was summt denn hier? Achso. Ich kann soweit keine weiteren Gegner erkennen. Also bin erstmal am Parkplatz. Jetzt. Okay. Wann da bist du bei Enno? Ja, ich bin beim Parkplatz, ja. Okay. Anschneiden, Leute. Ach, ernsthaft? Ja, die Dinger haben eine Alarmanlage. Ist die Alarmanlage losgegangen? Nein. Der ist eingestiegen. Zweimal. Hat zweimal gehupt. Okay. Also unser Einsatz ist, den Parkplatz zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so weit zählt. Ach, war das das? Dieser Parkplatz hier. Ja, ich glaube, wir müssen alle hier hin. So. Okay, ich habe mir den Einsatzbericht nochmal genau durchgelesen. Wir sollen so viel Chaos wie möglich stiften, wenn wir alle da sind. Oh, dann macht sich mein C4 mal endlich bezahlt. Aber ohne Gäste. Achtung, die Flanken. Meinst du nicht, wir haben die VIPs inzwischen überzeugt? Nur noch ein bisschen. Der ist erledigt. Am besten wir ziehen uns in die Häuser zurück, wenn wir können. Dann in dem Haus. Es wäre wichtig, dass wir uns gegenseitig decken. Ich bin in der Hotelanlage. Wo genau? Fitnesscenter. Granate fliegt. Rum. Oh, da liegt aber eine Granate. Fitnesscenter, wo ist denn das Fitnesscenter? Ich bin beim Parkplatz rein oder links? Lass mich doch mal da hoch, da gibt's Munition. Oh. Ach, da sehe ich was Fitnesscenter-mäßiges. Oh, Gegner am Haupteingang. Wir sollen unsere Position verteidigen. Er ist erledigt. So viel kommt aber nicht, dass man das verteidigen muss. Hier noch ein Fahrzeug vom Berg kommen.
Was ist das, einer? Sauber. Oh Gott. Ich bin erledigt. Boah, ich bin. Ah. Na komm. Mist, werde entdeckt. Wir ohne Beschuss. Kann gerade keine Unterstützung leisten. Stone, mach. Auf dem Parkplatz sind wieder welche. Abschuss bestätigt. Hab einen erledigt. Okay. Geh wieder zum Haupteingang. Ich höre einen Helikopter. Reaper, wo bist du? Der da gelandet ist? Im Ding oben, ja, im Fitness-Dingsteil oben. Okay. Habt ihr den Lambo hier hinten geparkt? Weitere Gegner vom Berg? Sag mal, warte. Boah, ich kann nicht sagen, wo die Gegner sind. Ich gehe hoch zum Fitnesscenter. Aua. Ah. Kann auch nicht sagen, wo die Gegner sind. Bei mir hat er ein Gebäude. Wie konnte der denn rein? Verdammt. Ah! Down! Nee, noch nicht. Doch! Was? Das ging ganz schön schnell. Die haben uns anscheinend am Laufen. Die kamen plötzlich bei mir von hinten. Okay, mal gucken, wo wir jetzt ausgesetzt werden. Ist es vielleicht schlau, sich oben zu positionieren? Da können sie ja nur über die Treppe hoch. Naja, aber haben eigentlich wir eine Balustrade zum Schutz? Oben beim Fitnesscenter ja, ist eigentlich am besten. Ja. Wir sollten die Häuser zuparken, die Eingänge. Da kommen sie auch gar nicht erst rein eigentlich. Vielleicht die Straße vermieden. Oder den Parkplatz zumindest. Ach, der Störsender ist wieder da. Wo war denn der Störsender? Rechts oben auf dem Berg, überhalb des Hubschraubers. Oh mein Gott, wo bin ich denn gestartet? Am Hafen. Jeder andere auch? Haben wir uns jetzt schon beim Parkplatz... Oh. Da laufen wir überall Gegner. Wir werden gestört. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Ich laufe schon. Zeit am Boden. Irgendwo war doch gerade, als er entdeckt hätte. Also ich hab keinen gehört. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Hinter uns. So, Stop. Ohne funktioniert. Aber ich gehe doch richtig in der Annahme, dass wir alle beim Parkplatz sind? In der Nähe, ja. Okay. Aber räumen erstmal die vom Parkplatz weg. Achso, okay. Ich hab jetzt Sniper mit Schalldämpfer. Ist eins allein? Ja. Scheint so, ja. Ausgeschaltet. Tango getroffen. Ich werd irgend... Ach, lol. Alter! Ich wollte einen Schuss melden. Ja. Hab nach einem ausgemacht. So. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Nachrichtendienst, die Propagandamaschine. Machen wir uns mit ihren Zielen vertraut. Der Mann an der Spitze ist El Cardenal, fährt ein Auto? Ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Ja, was ist nur normal? Er soll Warum außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. Der wir können beide ausgesprochen. War mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Hoffentlich nicht aufschrecken. Da drei Schussfelder, zwei. Boah. Wenn wir die ausgeschaltet haben, dann können wir auf dem Parkplatz die Autos umparken oder was auch immer. Weiß, ein Drecksack weniger. Gut. Also sammeln beim Parkplatz.
Sammeln beim Parkplatz und schon umparken, ihn legen, whatever. Okay. Hier noch einer. Ich fliege. Ich brauch dein Auto, Bruder. Raus da. Aua! Was ist das für ein Super Tun? Jägerle, Bruder, was du hier? Wer fliegt? Ich bin da nicht so geübt, aber es geht merkt so gerade. Aber vielleicht hätte man den Mini aber auch benutzen können, ja jetzt. Danke. Der war nämlich bewaffnet. Oh, sie kommen schon, sie kommen schon. Ich beeile mich, dass ich wieder hoch zu dem Störungsweg komme. Einer ist noch da. Achtung, Enno, ich hab uns eventuell den einen Weg ein bisschen verbaut. Aber damit da halt auch keiner reinkommt, wenn wir drin sind. Kein Problem. Kommt die kommen von hinten rein. Aus dem Garten. Ja. Das heißt, wir sind, wenn ich das richtig verstehe. Umzingelt. Okay. Wo sammeln wir uns denn? Im Fitnesszentrum. Okay. Reaper, wo bist du? Bei meiner Stelle bei dem Forschungsfallschirm, bei dem Störgerät. Ich hole noch zwei Fahrzeuge, um den Hintereingang zum Fitnesszentrum zu blockieren. Einer ist auf unserer Höhe beim Fitnesszentrum hinten. Bei der Hecke. Der ist über. Ja, ich würde behaupten, das Ding reicht nicht aus. Nein, wir zwingen ja ein zweites. Kann man locker drüber klettern. Ja, aber. Ja, aber immerhin brauchen wir einen Moment. Ist das passiert? Ist viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Ja, prima. Und die Fahrzeuge blockieren nach vorne nicht das Schussfeld. Außerdem gibt es hier noch einen Eingang. Das bleibt unser Ein- und Ausgang. Irgendwie müssen wir rein und raus. Okay, ich glaube, wir sind relativ gut geschützt. Ich glaube auch. Mist. Nichts. Ich sehe hier noch Schüsse. So ist Reaper. Ah, okay. Okay, verschanzen dann im... Ja? Also solange niemand da ist... Okay. Solange kein Gegner da ist, kein Feind... Können wir hier noch ein bisschen rumlaufen, aber sobald gefährlich wird, sollten wir uns zurückziehen und gegenseitig decken. Okay. Strategie ist gegeben. Pfeile kommen von dem Berg. Welcher Berg? Bergberg, Berg, Brock. Wir sind gerade mit dem Auto runter. Ah ja, ich sehe es, ja. Übrigens. Hier hinten am Fuß ist alles safe. Irgendwer sieht mich. Tango getroffen. Zwei von links über den Parkplatz zu Fuß. Haben wir denn die Aktualisierung jetzt schon? Ich glaube, wir haben uns noch nicht beim Parkplatz gesammelt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das reicht sogar schon, was wir hier an Chaos gestiftet haben. Naja, aber anscheinend doch nichts. Achso, oh. Ey, ernsthaft, Wanda, du brauchst irgendwie eine Kappe auf dem Schädel oder sonst irgendwas, was dich von den Feinden abhebt. Die Brille. Ja, toll, das sehe ich ja auch durch mein Zielfernrohr. Ich glaube, wir haben genug Verwirrung gestiftet. Ich glaube auch. Es kommt ist keiner die... mehr. Ja, was ist denn mit der Mission? Genug Verwirrung gestiftet, wir sind fertig. Gut, dann hatten wir ja noch ein Informationslager. Ja. Also hinten links müsste das irgendwo sein. Und in der Mitte... Also sagen wir beim Pool irgendwo, da müsste unser Orden sein, den wir einsammeln wollten. Hm. Ich suche mal nach dem Orden. Ich habe die Information gefunden. Müsste irgendwo hier sein. Oder hier oben im Gebäude, ich bin gerade unsicher. Scheint aber schon ein Stückchen weiter hinten zu sein, vielleicht auf der Terrasse da unten. Da ist eine Bar. Ja, die Bar sieht gut aus. Die Bar? Nee. Doch,
Ja? Die unten. Die war es gut. Ich sehe hier nix. Hier ist nix. Falscher Bau. Das Bad hier sieht echt entspannt aus. Oh, hallo. Hier sollten wir auch mal Urlaub machen. Hm? Naja, oh, aber. Alter, du notgeiler Sack, ey. Wer, hä? Man muss sich ja auch mal ablenken von der harten Arbeit als Sanitäter. Ständig, das wenn ich was er wieder sieht hier, ist jede Menge weibliche nackte Haut, ey, und dann flippt er direkt aus. Ja? Ich hoffe, du hast die Mädels jetzt nicht beim Duschen beobachtet. Nein, er meint die Olle hier. Ach, hier ist Munition. Guck mal, die hat Angst vor dir. Lass die doch endlich mal in Ruhe. Ich denke, wir kümmern uns jetzt mal um die Waffenkiste, die ihr eingesammelt habt. Das Reaper und ich dir auch einsammeln. Ich weiß noch ungefähr, wo die steht. Geht einfach mal los, ich mach euch. Ich folge Reaper. Diesmal lassen wir Waffen. Navo, okay. Da wird auch runter. Puh, ohne Abrollen wäre das nichts gewesen. Rechts am Gebäude lang. Geradeaus und dann das nächste Gebäude auf der linken Seite. Oh, irgendjemand ist hier. Was? Ja, genau der. Das Gebäude links. Genau das. Reingehen und. Ich weiß nicht mal genau, wo es war, aber untere Etage. Untere Etage? Relativ weit hinten würde ich dann noch sagen. Ah, hier. Ja. Das ist aber ein angenehmes Bett hier, was die wohl machen. Was? Oh. Ach, das Ding habe ich schon. Doch auf der anderen Seite. Ach da. Ich weiß ja nicht, aber ich meine, wenn das hier so ein Spa ist, warum ist denn hier so ein öffentliches Bett und so mit einer schicken Lady? Vielleicht ist das ein ganz anderes Resort. Möglich. Na komm, Massagen. Ich glaube, bei den Massagen hier gibt es Happy Ends. Oh ja. Hände hoch, hier wird kein Taschenbillard gespielt. Zu spät. Mhm. Ich habe aber gerade schon die Acht eingeloggt. Gott, was ist denn mit diesem Parkplatz hier passiert? Na, es hat ja schon einen Grund, warum wir die ganze Zeit hinter unserer Chefin herrennen, ne? Also. Anschnallen, Leute. Na, nee, dann. Dann kriegst du eine Kugel im Kopf, oder was wolltest du sagen? Okay, wohin geht's? Ja, wir fahren erstmal von hier weg. Richtung ist schon mal schön. Oh Gott. Wir hätten noch einen Konvoi, den wir stoppen könnten, der uns jetzt entgegenkommt. Sollen wir das eben machen? Versuchen können wir es. Mitnehmen können wir es. Jetzt ist er genau vor uns. Oh, oh, oh. Der Krankenwagen? Ja. Ja. Da sitzt der Krankenwagen da. Wow. Ich leg den Fokus auf den Krankenwagen. Müssen wir ihn stoppen oder? Stoppen. Auf die Reifen, ja. Okay. Dann haben wir noch. Na, bleibt mal stehen. Gut gemacht. Ich melde den Rebellen, wo sie die Medikamente finden. Den haben wir markiert, ne? Ja. Okay, dann Job erledigt. Sollen wir das Geschützauto nehmen? Das qualmt nur weiß. Ja. Immerhin nicht schwarz.
Das ging noch verhältnismäßig schnell. Eieiei. Und wir sind auch schon auf der richtigen Straße zur nächsten Aktion. Das ging auf jeden Fall besser als der letzte Heli. Oh ja. Der wird uns noch ewig verfolgen. Wo muss ich abbiegen? Immer weiter, geradeaus. Hier gibt's kein geradeaus. Ja, dann rechts. Das sieht für mich geradeaus aus. Okay, was ist unsere Mission, Commander? Informationssuche. Aufklärungsdaten. Da vorne nach rechts. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Ich weiß nicht, wie es vor Ort aussieht, ob da Feinde sind. Genau hier müsste es sein. Sieht nach Feinden aus. Bis auf die beiden Leute da. Drohne steigt auf. Da ist noch einer, genau da. Wir haben jetzt drei. Ja, zähle ich auch. Vor dem Fahrzeug. Ja, und die sind bei Zivilisten. Keine Ahnung, was die mit denen machen. Ja. Und noch einen vierten im Backsteinhaus da. Ja. Hat aber keiner gehört. Nein. Oh, hier sind Informationen. Ja, das sind die, die wir wollen. Okay, setze ich mich mal ein bisschen ans Hecken. Wir wissen, wo das Kartell-Casino ist. Achtung, einer ist im gegenüberliegenden Backsteinhaus. Sich fernhalten kann. Alle down. Okay. Alle down, Zivilisten gerettet, Mission erfolgreich. Hier. Okay. hier sind aber noch drei Leute. Wo? Dort? Wo? Hab ihn. Okay, um die seid ihr wohl entspannt rumgeschlichen. Okay, wo geht's hin? So, also, wir haben hier vor uns eine Stadt mit einer Waffenkiste und einem Helikopter. Den Helikopter könnten wir gut gebrauchen, weil wir übers Wasser müssen. Okay. Aber nächstes Mal. Okay. Dann. Nein, nicht gegen die Wand. Schon ist es aus. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.